Moin Moin und willkommen zurück hier auf meinem Kanal mit dem Spiel Planet Alpha. Ja, ich hatte das als Preview gemacht und euch gefragt, ob ihr es weiter sehen wollt. Einige haben gesagt, ja, gerne. Und andere haben sich das auf jeden Fall mehrere Mal angeguckt. Deswegen denke ich, gehen wir mal weiter ins Geschehen. Wir befinden uns hier unten in der grünen Ebene, wo so insektenähnliche Viecher rumfliegen, die auf Geräusche oder schnelle Bewegung reagieren. Dann müssen wir uns da mal ein bisschen rantasten. Ruhig gehen hier. Hinten liegt ein Ei. Dieses Ei brauchen wir. Ich habe eins gemacht. Naja, da konnten sie mich sehen, ne? Also sehen können die mich natürlich auch da. Testen wir mal, ob wir verstecken können mit dem Ei zusammen. So. Oder? Wie sieht er mich hier nicht? Wir müssen nämlich weiter hoch. Ich komme nicht hoch. Aber hier komme ich nicht mehr weiter. Hier ist dicht, ne? Da hoch irgendwie. Was kommt man natürlich nur von der Kante hier. Dafür müsste man das Ei aber auf die andere Seite legen. Das machen wir. Gucken wir zumindest. Mal gucken, was man sieht hier. Okay. Sieht ganz gut aus. Alarmglocken gleich los bei den Viechern. Wie macht man das denn am besten? Ist ja da. Ah, so. Jetzt auch. Gut, weiter geht's. Ja, die Insekten sind sehr schnell. Ist gut hier durchzuschleichen. Oh, da hinten ist irgendwie so eine fiese Biene, oder was ist das? Hochklettern? Wieder so ein Ei, was wir benutzen können. Oh. Oh, was ist denn das für ein Brummer da? Hab mich auch wo das mit hier längs nehmen? Er muss uns ja gut sein, deswegen glaube ich, müssen wir mal hier nach links gehen. Ah, jetzt sehe ich es. Okay, warte. Hier hoch. Also ich kann schon sehr weit springen und... Die Roboter schon wieder? Oh, verdammt. Oh Gott, jetzt wird er schon mulmig hier, du. Hier ist das Riesenviech, was da durchgeht. Was ist das? Hier wurden auf jeden Fall schon einige Roboter zerstört, wie man die aus der ersten Welt noch kennt. Da ist allerdings einer, der noch nicht zerstört wurde. Ich mal ganz befristet ablenken, damit er uns nicht entdeckt. Oder er dreht sich um und wir schleichen uns dann hinterher.
lang man hierher schleichen kann. Eieiei. So, kommt er hier rein, dann können wir gleich rauslaufen, glaube ich. Kann leider nicht überholen so. Doch, ja. Ach guck mal, hätte man hinlocken sollen zu dem großen Viech, habt ihr gesehen? Hat er ihn, glaube ich, geschnappt. Ja, egal. Ein wenig drauf gehen hier, alles gut. Durch. Aha. Ja, sind wir wieder draußen auf der Oberwelt. Ich habe auch die ganzen Insekten und Roboter, also wir sind beide Feinde. Wenn wir gleich vorne anfängt. Warten, bis es geht. Das sieht gar nicht. Gut. Und sehr wachsam die beiden. Okay. Drehen sich nochmal um. Machen kann ich hier gerade nichts. Muss da ja rüber. Und hier wie oben. Was macht man denn da? Das bringt nichts. Gleich ein Kirschen. Der eine. Der rennt ja die ganze Zeit die Gegend, aber so. Mal umdrehen. Ach gar nicht. Crazy ist das denn? Man geht vorbei. Ach, da oben ist ein Ding. Oben ist doch so ein gelbes Art. Moment. Da ja vielleicht dran vorbei. Oh. Oh, guck mal, weil die das Ei zerstört haben. Ah, okay. Weil die das Ei zerstört haben, kommt dieses Riesenviech und tötet sie. Sehr praktisch bei uns. Oh, das ist natürlich unpraktisch für uns. Mit den Schleimmonstern. Schon weglaufen, er hilft uns ein bisschen. Ah, müssen schneller sein, okay. Müssen schneller sein. Warte mal, los geht's. Okay, die Roboter sind voll fixiert auf dieses riesen Bug-Ding. Wahrscheinlich der Brain-Bug.
Wieder runter? Hier ist rüber. Da hoch. Ich dachte, das wäre irgend so ein Geheimgang, aber das war es nicht. Hier geht's noch runter. Das ist ganz schön. Neue Gegend hier. Wieder alles ein bisschen anders aus. Oh, guck mal, da ist eine ganze Roboterarmee. Eieiei. Mit irgendeiner Drohne. Und ein. Aus wie ein Bohrer. Oh! Okay, diese Drohne müssen wir schon aufpassen. Und platt. Oh, Mann. Hier warten wir mal kurz. Eiscannen. Oh, warten wir mal kurz. Hier ist eine ganze Armee, eine ganze Armada kommt da an. Oh, jetzt kommen wir dicht an den Gegnern vorbei. Was geht noch? Ja, hier sind das viele Roboter. Hui. Na gut. Haben wir ganz locker geschafft. Achso. Warte. Hier darüber. Im Grafikstil her ist es ja wirklich witzig, ne? Irgend so komische Dinge. Hier ist jetzt noch, genau, wollte ich noch Feinkontakt an. Über einige da. Ein, drei. Ja, da ob ich gar nicht rauskommen, weil wir schießen. Dann sagst du, ja, da müssen wir irgendwie, da muss es eine andere Lösung geben. Sagen, dass ich oben irgendwie ein Ei finde. Ach, warte. Ich kann vielleicht oben längs auch gehen einfach. Oben längs gehe. Dann übertölpe, wenn ich von oben. Abfallen hier oder so. Nein! Okay, es war natürlich dumm. Vielleicht hätte ich einfach nur da längs laufen. Nein! Ach scheiße, ich wollte gar nicht runterhüpfen. Mann, na gut. Ah, ich dachte mir, dass irgendwie sowas passieren könnte. War doch nicht so schwer. Auf jeden Fall. So. Das sind so kleine Rätseleinlagen, ne? So, wie kann man die überrumpeln und das so. Im Endeffekt ist es bis jetzt auch nichts Schwieriges gewesen. Bin mal gespannt, wie sich das weiter mit diesem Zeit. Mit diesem. Dass man die Zeit beeinflussen kann und die Tageszeit beeinflussen kann. Inwieweit sich das noch weiter herauskristallisiert, dass es gut wird. Okay. Hier weiter? Was geht hier unten weiter gerade? Geht's unten weiter? Hier geht's dann wieder hoch, also kann ich auch da hoch. Wäre dann egal.
Ach so, warte mal. Kann ich noch nicht. Und bei den Eiern oder bei diesen Dingern, die man da findet, sind auch immer diese Zeichen drauf. Und behaupte ich mal, dass sie dafür da sind, dass man. So. Okay. Oh, jetzt sind wir wieder draußen. Super. Auf dem freien Feld. Okay. So, abgespaced aus. Guck mal, da hinten. Der Stein im Hintergrund sieht auch so ein bisschen aus wie von den Osterinseln, diese Köpfe. Nein. Finde ich zumindest, sieht so aus. So, hier geht's hoch. Ah. Rennt er hier einfach durch. Ah, guck mal hier. Irgendwas. Okay, dann kann ich was anfangen. Noch mehr? Ich glaube, es gibt nur den. Okay. Erst nochmal. Pflanzen alle zusammengegangen, habt ihr das gesehen? Sind die Roboter? Okay, jetzt ist ein Roboter draußen, okay. Warte mal. Die Pflanzen alle da? Oder sind die Roboter weg? Nee, doch nicht. Boah. Okay, das ist was, warte mal. Da ist der Roboter. Bringt das was? Sind die Pflanzen. Okay. Fahren, oder? Sieht geil aus, wie die Pflanzen sich da. Ach, okay, klar. Wenn ich. In der Nacht könnte ich die natürlich nichts fangen. Dann könnt ihr mich ja immer sehen. Aber tagsüber macht es ja mehr Sinn, dann sind die Pflanzen offen. Ich könnte mich da drin verstecken. Hier drin in der Pflanze, dann kann er mich nicht sehen, der Spinner. Ah, okay, natürlich clever gelöst, ne? Auch sagen. Gar nicht so sinnfrei. Muss ich mich auch ein bisschen beeilen, glaube ich. Okay, okay, so kann man natürlich auch den Tag- und Nachtzyklus nutzen, um sich zu tarnen vor den Gegnern. Hier. Rennt er natürlich das Ganze ab. Und hinter dem Stein, es gibt. Base aus die Pflanzen, oder? Was mit dem passiert mit den Pflanzen hier? Okay, jetzt machst du die Pflanzen müssen natürlich zu sein. Komme ich da nicht vorbei bei diesen Wächtern. Normal. Okay. Mist, Mist, Mist. Oh.
Wir gleich schaffen. Ja, mal weg geht da der Roboter, dann rennen wir nach oben. Ah, Mist, hab ich natürlich gesehen. Hey, wie soll ich das denn lösen sonst? Okay, dann sehe ich mich trotzdem, okay. Reicht ja nicht. Glücklos sein. Rede Salen. Wir gehen da schon mal hin. Ah, Mist. Na gut. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das löse jetzt, aber. Komm einfach das. Der dreibeinige Herrscher da, dass ich den irgendwie. Jetzt egal. Jetzt hinter ihm loslaufen kann, hat das nichts. Ja. Hui! Oh Gott. So. Hoffen wir noch weiter durch diese Einöde. Eine schöne Flora und Fauna hier. Oh. Vorsichtig, vorsichtig. Ich. Blinkpflanzen sehen auch ein wenig sympathisch aus. Aber. Ah, geht doch. Jump. Hier, es wird gerutscht. Ich traue einfach mal darauf, dass da keine Gegner hinter diesen Stämmen sitzen und mich niedermetzeln wollen. Okay. Gut, da oben ist das nächste Rätsel, würde ich sagen. Also, wir sind hier. Also, ich würde sagen... Leuten ist da oben. Das da oben würde ich sagen, ist das deren Bild. Das muss hier drin zu sehen sein, die beiden. Aber rechts und links muss eine Fackel an, eine Fackel aus sein. Auch nicht. Sind auch nochmal Symbole unten im Boden. Sie sehen, da erkannte, wenn man links von meinem Logokopf guckt, rechts von meinem Logokopf, dann sieht man das. Das heißt. Ah, jetzt. Okay. Und die drei zusammenbekommen. Was ist passiert? Okay, wird dann die nächste Ebene erreicht.
der da zeigt. Ich weiß es gar nicht. Wahrscheinlich die Karte jetzt an, wie weit ich schon gekommen bin, bis zu meinem Zielpunkt. Das ist die Strecke, die ich gelaufen bin, und die Strecke muss ich noch laufen. Gut, aber das machen wir erst beim nächsten Mal. Ich danke euch fürs Zuschauen, hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Bis dahin, tschüss.